Status aktiv. Festnehmen oder töten. Hohe Priorität. Abgesandten Genehmigungsstufe. Beschreibung weiblich. Bretonen. Mitte 50. Delfine war während des Ersten Krieges ein Ziel von hoher Priorität aus operativen wie auch politischen Gründen. Sie war direkt an einigen der folgenschwersten Aktionen beteiligt, die von den Klingen im Bund durchgeführt wurden. Sie wurde identifiziert und war für die erste Säuberung vorgesehen, wurde aber unglücklicherweise nach Cyrodiil zurückgerufen, kurz bevor die Kämpfe ausbrachen. Während des Krieges entging sie 3 Mordanschlägen, wobei sie in einem Fall ein ganzes Assassinenteam tötete. Achso. Zudem verfügen wir nur über indirekte Hinweise auf ihre Aktivitäten, denn es hat sich herausgestellt, dass sie stets auf der Hut vor unseren Überwachungsmaßnahmen ist. Sie hat als äußerst gefährlich zu gelten. Es sollte nichts gegen sie unternommen werden, es sei denn, man verfügt über eine erdrückende Übermacht und hat akribische Vorbereitungen getroffen. Operative Anmerkung: Es wird angenommen, dass sie in Himmelsrand immer noch aktiv gegen uns arbeitet, obwohl wir ihren Aufenthaltsort nicht kennen. Es ist davon auszugehen, dass sie alleine agiert, da unseres Wissens keine anderen Klingen in Himmelsrand aktiv sind. Zudem hat sie in der Vergangenheit den Kontakt mit anderen flüchtigen Klingen sicherheitshalber gemieden. Unter anderem deshalb konnte sie der Eliminierung bislang entgegen. Dass sie immer noch lebt, ist ein Affront für uns alle. Jegliche Informationen über ihren Verbleib oder ihre Aktivitäten sollten unverzüglich an den dritten Abgesandten weitergeleitet werden. Okay. Ulfric Sturmmantel, was haben die denn über Ulfric hier rausbekommen? Ulfric. Nicht zuhören? Status Aktivposten, unkooperativ. Schläfer, Abgesandten, Genehmigungsstufe. Beschreibung: Jarl von Windhelm, Anführer der Sturmmantel-Rebellion, Veteran der kaiserlichen Armee. Hintergrund: Ulfric erregt zum ersten Mal während des Ersten Krieges gegen das Kaiserreich unsere Aufmerksamkeit, als er im Zuge der Kampagne um den Weißgoldturm gefangen genommen wurde. Weißgoldturm, das ist, glaube ich, der große Turm in Cyrodiil? Kann das sein, dass das der große Turm ist? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der Turm hieß. In der Mitte von der Kaiserstadt. Im Verhör erkannten wir sein Potenzial. Er war der Sohn des Jarls von Windhelm und er wurde der Vernehmungsleitung als Aktivposten zugewiesen. Sie ist heute als erste Abgesandte Elenven bekannt. Man machte ihn glauben, dass Informationen, die wir bei seinem Verhör erhalten hatten, für die Eroberung der Kaiserstadt von großer Bedeutung waren. Dabei war die Stadt in Wirklichkeit schon gefallen, ehe er zusammenbrach. Dann ließ man ihn fliehen. Nach dem Krieg wurde der Kontakt zu ihm hergestellt und erwies sich als wertvoller Aktivposten. Der sogenannte Markatvorfall war besonders nützlich, was unsere strategischen Ziele in Himmelsrand betrifft. Auch wenn er zur Folge hatte, dass Ulfric direkte Kontakte fortan generell ablehnte. Operative Anmerkung: Ist mir jetzt auch ein bisschen zu lang. Das Wichtigste steht wahrscheinlich in dem, was wir hier holen sollen. Drachenuntersuchung. Aktueller Stand. Erste Abgesandte Elenven. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allen Anschein nach die Informationen zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Das N und das U sehen sich so ähnlich. Manuelle Abwicklung autorisiert. Ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. 2 Tage sollten reichen, um alles aus ihnen herauszubekommen. Solltet ihr einstweilen unsere Verhörtechnik begutachten wollen, so ist eure Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen der Einfachheit halber in der Zelle untergebracht, die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. Rolindil, dritter Abgesandte. Ein richtiger Sack anscheinend. Zu reden. Gut, dann klappen wir erstmal hier die Zaubertränke. Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Haha. Ich könnte euch helfen. Mit mir würde er reden, er vertraut mir. Ihr möchtet gerne mit... Schlüssel, ja, aufgeschlossen, gut. Nicht bemerkt, haben sie uns. Die Wachen sind eh scheiße, alle hier. Ist hier überhaupt wer? Ach, da hinten. Oh, da unten. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Oh! Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Scheiße, müssen wir schnell helfen. Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Scheiße, schnell. Oh. Da ist irgendein Typ. Das ist der, den wir am Anfang begegnet sind im, da in der Truhe soll irgendwas sein. Beginnen wir von neu. Ich bin das mal ruhig und hör mal zu. Um Himmels Willen, ich habe euch schon alles gesagt. Ich
glaube, ich werde mir mal hier... Nein, nein, ich habe gar keinen... Ach, nee. Schon gut, schon gut, schon, schon gut. Alter, was machen die mit dem... Ey, so eine Scheiße. Beginnt ganz von vorn. Wie immer. Das will ich nicht... Wenn ihr auf eurem Eigensinn besteht, dann lasse ich... Ich habe nur gerade Luft geholt. Warum sollte ich euch etwas erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Da gibt es einen alten Mann. Er wohnt in Rifton. Er könnte dieser Esbern sein, nach dem ihr sucht, aber ich weiß es nicht. Nicht mit mir, Freundchen. So. Was habt ihr da vorne? Ordentlich von hinten. Aus dem Hinterhalt. Rolindiel. Gewöhnlicher Seelenstein. Oh, eine hohle Genussschnitte. Geil. Rolle der Geister der Untoten, Rolle des Sturmmatronarchen, Schlüssel zu Verhörzimmer, schwaches Gift, Gift, Zauberbuch, Ring der geringen Zerstörung, geil. Esborn, über wen hat er da geredet? Etienne Rarnes, wer ist das überhaupt? Keine Ahnung, ich suche erstmal die Truhe hier. Dossier der Talmor, Esbern. Das ist der, über den er geredet hat. Lass mal wenigstens ganz kurz einen Blick reinwerfen. Abgeschlossen. Suche nach Informationen über die Rückkehr der Drachen. Entkomme aus der Botschaft der Talmor. Flüchtling. Nur um festnehmen. Höchste Priorität. Abgesandten Genehmigungsstufe. Männlich. Nord. Ende 70. Esbern war vor dem ersten Krieg gegen das Kaiserreich einer der Wissenshüter der Klingen. Er war nicht im Außeneinsatz. Wir vermuten jedoch mittlerweile, dass er hinter eigene der folgenschwersten Operationen steckt, die in den Jahren vor dem Krieg von den Klingen durchgeführt wurden. Okay, er ist alte Klinge. Geil. Noch irgendwer hier? Ich bin entdeckt. Nein, ich rede das mal mit dem hier. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Hört zu, Spieler. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Warte. Was? Macht nichts. Schweigt. Ich bin verrückt. Sowieso schon tot. Bewegt euch. Langsam. Hier drüben. Okay, ich glaube, das mache ich nochmal. Da scheint ja irgendwie scheiße gelaufen zu sein. Sind die denn? Sind die hier oben? Kapieren tue ich das nicht, oder weil ich jetzt gerade die... Ne, da komme ich ja gerade her. Hä? Das ist ja scheiße. Wartet mal. Ich glaube, ich rede erstmal mit dem Gefangenen. Vielleicht etwas sinnvoller. Sind noch nicht da. Ja, ich glaube, dass ich das Teil da gelesen habe oder da aufgenommen habe, hat das ausgelöst. So. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärung. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Moment, vielleicht wisst ihr noch etwas Wichtiges. Oder, nee, was? Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Sie haben mich in Rifton geschnappt. Anscheinend glauben sie, dass ich etwas weiß. Sie stellen mir immer wieder dieselben verdammten Fragen. Vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt, aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Ah, okay, dann hätten wir entweder... Ah, jetzt verstehe ich. Wir hätten entweder in der Truhe suchen können und... Oh nein. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Geht schon vor, ich bin ja noch nicht fertig. Oder ihr werdet beide sterben. Moment, ich werde erstmal hier speichern, so. So, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir den jetzt mal befreien, oder? Den Typen hier vor mir, oder meinen... Machen wir, dass wir hier rauskommen. Da. Ich bin sowieso schon tot. Ihr seid tot. Lasst ihn in Ruhe. Oh, scheiße, jetzt habe ich ihn getötet. Nein, nein, nicht Malborn angreifen. Scheiße, jetzt habe ich Malborn angegriffen, verdammt nochmal. Wieso passiert mir das? Immer, dass ich die Unschuldigen angreife. Mir bei Gothic 3 jetzt nichts. Auch passiert. Ich bin sowieso... Was? Ihr seid tot. Ah!
Nein! Das geht nicht. Alter. So, das muss ich jetzt nochmal anders machen. Ich arbeite mit den Schreien irgendwie am besten. Macht nichts. Schweig, ich bin sowieso... Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Das war schon alles? So, wie mache ich das? Am besten mit unerbittlicher Macht. Fuß! So. Er flieht, okay, alles klar. Ach ne, der ist unten gelandet. Nein! Genug! Alter, jetzt habe ich ihn gerade gerettet und dann... Oh, Mann. Nein, ich werde ihn retten. Ich werde ihn retten. Es wird jetzt... Macht nichts. Schweig, ich bin sowieso schon tot. Wird es klappen. Fuß, runter! Oh, jetzt habe ich den anderen auch. Er lebt noch, alles klar. Er liegt da unten. Ja! Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ja, klar. So. Falltürschlüssel, ah. Kann ganz gut zu sein. Ich werde dann auch mal ganz kurz das Dossier hier mitnehmen. Und der Typ ist jetzt geflohen, alles klar. Oh ne, da ist er doch. Du kommst mit, oder was? Hm. Gut, endlich geschafft. Wie läppisch das war. Zwei Wachen einfach nur. Haha. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Klingt gut. Ich werde euch folgen. Wie ihr wollt. Aber erstmal sollten wir gehen. Ja, alles klar. Dann runter. Ah. Oh. Jetzt habe ich zwei Typen an der Backe, ey. So die Scheiße. Na, mal gucken. Wenn hier keiner auf uns lauert, dann ist ja, müsste alles ja eigentlich okay sein, denke ich mal. Ne, ich merke schon, hier ist irgendwie... Oh, ein Eistroll, verdammt nochmal. Das ist ja heavy. Nur einer? Ist nur einer, okay. Oh, wie der fliegt, Alter. So, stirb! Alles klar, das war's auch. Alles gut, alles gut, alles gut. Was liegt denn hier für ein Typ? Beschwörer, Novize, Hex, Rabenfeder, Geldbeutel, nein, Geldbeutel, nein, Geldbeutel, Geldbeutel. Beutel, Dietrich. Vor den Zeitaltern der Menschheit. Illusion verbessert, okay. Leben beide noch? Er lebt noch? Wo ist der andere? Hä, wo ist der andere Typ? Ist er schon vorgegangen? Ach, er wird mir schon folgen, ist ja nicht so. Ah, okay. Ja, wir haben es endlich geschafft, aus dem Anwesen zu entkommen. Ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Na klar, kein Problem. Und er läuft einmal weg. Beschaff dir deine Ausrüstung. Also nach Delfine. Ich wollte Weltkarte angezeigt bekommen. Wo ist Delfine jetzt? Verdammt nochmal. Sprech mit Delfine. Auf Karte anzeigen. Ach, die ist im Flusswald wieder. Ach so. Alles klar. Ah, Mensch. Da haben wir es ja endlich geschafft hier. Aber irgendwie hat es nichts gebracht, dass ich hier für die dunkle Bruderschaft gearbeitet habe, weil Schleichen gar nichts gebracht. Einfach gar nichts. Finde ich echt geil, das ist mal hier so ein Kritikpunkt. Dass man da an dieser einen Stelle, wo der Typ einfach nur an die Wand glotzt, einfach nicht dran vorbeischleichen kann. Ah, mein Vampirblut wieder. Oh, schwarz. Ey, es hat ja eine schwarze Hand hier dran. Geil. Das ist ja mal cool. So, wo war die nochmal? Die war doch, glaube ich, hier, genau, hier in der Schenke. Alles klar. Schlafender Riese. Was sie immer für Namen haben hier. So. Wo ist er denn hier? Falsche Rückwand. Eben auch zumachen. Alles klar. Ich hab's geschafft. Die Infos. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Talmor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher?